Ja moin, willkommen zu Folge 41. Und mit diesem rasanten Rotlichtverstoß starten wir die Folge. Wir sind ja auf der Skalitzer Straße unterwegs und hier sind gleich mehrere Sachen, die hintereinander passieren. Und damit ihr einen Eindruck davon bekommt, das Ganze ungeschnitten. Wir haben zu einem diese Baustelle, wo die Baustellenabsperrung schon nicht mehr da ist, wo sie hingehört. Die Ausfahrt aus der Baustelle auf den Radweg zurück ist verparkt. Und wenn man sich dann den Weg zurückquält auf den Radweg, dann wird ja auch noch falsch geparkt. Doch es geht noch weiter. Achten wir mal auf die Ampel. Da haben es noch zwei Leute richtig eilig gehabt. Wir haben hier mehrere Verkehrsteilnehmende, die machen, was sie nicht machen dürften. Zum einen steht dieses Fahrzeug hier in der Einbahnstraße so quer und versucht da halt wieder so rauszufahren. Und zum anderen sind die Fahrzeuge, die hier rechts rausgefahren sind, über den Radweg rechts abgebogen, haben noch den Radfahrenden die Vorfahrt genommen und den Fahrzeugführenden auf dem rechten Fahrstreifen. Die Sharing-Fahrräder sind für eine Stadt, finde ich, eine großartige Sache, weil man so Mikromobilität super gut fördern kann. Die Schattenseiten allerdings sind, dass die Leute überall diese Fahrräder so wild abstellen, dass sie kreuz und quer auf Fußwegen, auf Radwegen und überall im Weg stehen. In anderen Städten ist es viel deutlicher geregelt, zum Beispiel in Paris oder in Stockholm, da hast du diese Wildparker nicht. Herzlichen Dank für deine Widerspende, Icarus. Und was wir sehen, ist eine stolze Auslegung der Tatsache, dass man hier noch überholen kann. Wenn man genau guckt, wie die Richtungspfeile auf der Fahrbahn sind, die durchgezogenen Linien, da darf man eigentlich nicht mehr überholen. So, mal recht. Bei der Szene bekommt der Begriff Schutzstreifen eine ganz neue Bedeutung. Ja, es ist ein Radstreifen, aber Schutzstreifen mit Polizei und Bewachen war da jetzt ein guter Gag, oder? Ach komm mal. Nur weil eine Zeit lang keine Radfahrenden kamen, heißt das nicht, dass da auch in Zukunft keine mehr kommen. Und deswegen nochmal in den Rückspiegel schauen, ob da wirklich niemand kommt und erst dann den Abbiegevorgang einleiten. Weil sonst passiert sowas wie hier, dass man im Kreuzungsbereich steht oder im schlimmsten Fall, dass es zu einem Unfall kommt. Wenn man genau guckt, rechts die ganzen Fahrzeuge, die da stehen, die parken auf dem Rechtsabbieger. Und der Fahrstreifen links ist ein Linksabbieger, weil geradeaus Weihnachtsmarkt schon aufgebaut war und nur Busse, Taxen und Fahrräder hier auf der Busspur geradeaus fahren dürfen. Was natürlich dann dabei rauskommt, dass Leute, die rechts abbiegen wollen, so verwirrt sind, weil sie die Rechtsabbiegerspur nicht sehen, weil da, wo ich fahre, ist die Busspur. Ich habe den Rettungswagen gehört und bin deswegen extra hier rechts angefahren, damit die hier in den extra breiten Radweg einfahren können, weil ich habe das schon öfter gesehen, dass der Rettungsdienst und auch die Polizei diese Wege fahren, gerade dann, wenn hier Stau ist. Warum sie jetzt hier durch den Stau sich durchgequält haben, keine Ahnung. Davon natürlich abgesehen, dass breite Radwege, die getrennt sind, ein entspanntes Nebeneinanderfahren ermöglichen zwischen dem motorisierten Verkehr und dem Radverkehr und man sich nicht gegenseitig in die Quere kommt. Herzlichen Dank für deine Videospende, Swiss Bike Guy. Und hier sehen wir das Verkehrszeichen 305, aka Vorfahrtsstraße. Ey, was? Ja, hier ist Hauptverkehrsstraße. Da, ich hab Vorfahrt. Lern die Verkehrszeichen. Wer das Gegenstück dazu nicht kennt, scheint der Busfahrer der BVG zu sein. Ich würde ja gerne auf sicherer Infrastruktur fahren, wenn sie denn befahrbar wäre. Und ich meine, das ist schon hier ein kleiner Streifen, der nur so übrig geblieben ist für den Radverkehr. Und wenn man dann aber noch Leute drauf anspricht, die hier gerade parken, wird man von denen auch noch beleidigt. Steht mitten auf dem Radweg. Was erwartet ihr denn? Dass alles Parkplatz ist, nur weil man sich da mit dem Auto hinquetschen kann? Guckt doch mal auf die Farbe, die auf dem Boden ist. Muss man wirklich in dieser Stadt alles abpollern? Man erkennt nicht viel, weil wirklich viel Regen auf der Kameralinse war.
Das schwarze Fahrzeug links aber wollte unbedingt den Radstreifen kreuzen, um auf den Rechtsabbieger zu kommen. Und anstatt einfach mal kurz zu warten und hinter uns vorbeizufahren, hat der oder diejenige wirklich gedacht, wir lösen uns irgendwie in Luft auf, sondern ist einfach stur hier weiter geradeaus gefahren. Ich weiß auch nicht, ob hier argumentiert wird, gegenseitige Rücksichtsnahme wäre jedoch angebracht gewesen, wenn man mal die Analogie aus den Kommentaren der letzten Folgen zieht, dass doch Radfahrende ein bisschen mehr Rücksicht walten lassen sollten, wenn ihnen die Vorfahrt genommen wird. Herzlichen Dank für deine Videospende, Erik Nordlicht. Warum das auch so wichtig ist, dass zu Fuß Gehende immer ein bisschen einen Blick drauf haben, wo sie unterwegs sind, sieht man hier. Wenn ich allerdings sehe, dass jemand nicht auf meine Klingel reagiert, würde ich ein bisschen mehr die Geschwindigkeit rausnehmen, weil sonst wird es echt knapp am Ende. So, wir achten jetzt mal darauf, was links alles an Absperrung ist und die Konstellation zwischen Fahrbahn, Radweg und Fußweg ist. Dann fragt man sich ja total, wie ist dieses Fahrzeug dahin gekommen? Ich hatte an dem Tag leider nicht genug Zeit, um aufzuräumen, aber man sieht hier, was an dieser engen Konstellation zwischen Gehweg und Radweg alles an Kram auf dem Radweg liegt. Das ist irgendwie nicht gut, weil im Zweifelsfall werden Radfahrende wie hier immer ein bisschen den Schlenker zum Gehweg machen und das führt einfach nur zu unnötigen Konfliktsituationen. Eine Szene, die zweimal zeigt, wie der motorisierte Verkehr an dieser Stelle den Radverkehr behindert. Zum einen steht man hier in einer sehr ungünstigen Winkelkonstellation mit dem Fahrzeug auf dem Radweg. Und dann steht jemand hier mit dem Fahrzeug auf dem Radstreifen und nimmt sich die Vorfahrt, die er nicht hat. Glückwunsch, schön gemacht. So, das war jetzt ein richtiger Regenschlachttag und da wollte ich mal nett sein und habe den Bus noch vorfahren lassen. Ich hätte nämlich eigentlich fahren dürfen und habe mir gedacht, ach komm, kann der Bus schnell rumfahren, dann ist alles gut. Ich bin sowieso schon halb nass, egal. Doch was dann passiert, hättest du dir nicht ausdenken können. Denkt man sich, man könnte bei der nächsten Grünphase einfach fahren. Nee, ist einfach mal die komplette Kreuzung dicht. Und was dann hier die Autofahrenden links machen, ist ja super gefährlich, weil sie fahren hinter dem Bus in den Gegenverkehr. Keiner rechnet, dass die da rauskommen. Das ist das gleiche, was wir vor zwei Folgen hatten, wo die Autofahrenden hinter dem weißen Transporter in den Gegenverkehr gefahren sind und die Kamera das entsprechend aufnehmen konnte aus der anderen Blickrichtung. Wenn ihr mich oder den Kanal unterstützen wollt, findet ihr alle Informationen dazu in der Beschreibung. Herzlichen Dank für deine Videospende, AppleScripter. Kurz und knapp, nicht geblinkt, keine Rücksicht auf irgendjemanden, einfach durchgezogen. Wenn man hier aus der Kreuzung ausfährt, darauf achten, dass man rechtzeitig stehen bleibt, weil sonst passiert sowas wie hier. Ihr seht das hier in der Motorhaube, dass man doch nochmal in die Bremsen greift beim Fahrrad und Angst haben muss, über den Haufen gefahren zu werden. So, wir lassen jetzt einfach mal einen Counter mitlaufen, wie viele Fahrzeuge hier auf dem Radweg parken, der ja wohl eindeutig gekennzeichnet ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da hat sich ja erstaunlich was zusammengesammelt. Hier an der Kreuzung ist ein schwarzes Fahrzeug in einen Polizeiwagen gefahren, der mit Sondersignal und Martinshorn unterwegs gewesen sein soll. Das sah in Summe ganz schön wüst aus. Nach der Pressemitteilung soll aber jetzt großartig nicht jemand dauerhaft langfristig verletzt gewesen worden sein. Ich packe euch mal die Pressemitteilung hier rein, dann könnt ihr euch das mal selber durchlesen. Das ist bei einer Fahrraddemo
Und ich muss immer mal wieder sagen, das ist super schön zu sehen, wie alle sofort drauf anspringen, wenn man einen Martinshorn hört, wird nach hinten geguckt. Es gehen sofort alle zur Seite und die Rettungskräfte können ohne Probleme durchfahren. Das funktioniert jedes Mal super gut. Ich hatte die Ecke, glaube ich, vor einem halben Jahr schon mal in einer Folge drin. Dieses Fahrzeug steht im 5-Meter-Bereich der Kreuzung, behindert Sichtachsen für zu Fuß gehende, für Kinder, für Leute im Rollstuhl, die super schlecht die Fahrbahn einsehen können. Das Auto steht da einfach nur rücksichtslos. Herzlichen Dank für deine Videospende, Sean, und einem sehr kreativen Parkmanöver, das da absolut nichts zu suchen hat. Wohlgemerkt, links ist eine dreistreifige Fahrbahn. Und ein Parkplatz wäre auch noch frei gewesen. Wir achten auf das weiße Fahrzeug, wie es da behindernd steht. Viel spannender wird das schwarze Fahrzeug dahinter, was direkt versucht, auch auf den Schutzstreifen zu fahren. Stehst du halt im Stau, stehst im Stau, aber fahr nicht über die Radinfrastruktur. Der Transporter, da links, stand so frech quer über den Gehweg, quer über den Radweg und hat da drüben alle möglichen Leute behindert, nur damit da so ausgeladen werden kann, anstatt vernünftig in die Einfahrt zu fahren. Und am Ende wieder was Schönes und was Gutes. Herzlichen Dank an die BSR, die mit ihren kleinen Kehrmaschinen hier den Radweg vom Laub befreit haben, die damit verhindern, dass man im Herbst auf den Laubblätter ausrutschen kann. So, das war's für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut euch noch ein Video an. Herzlichen Dank an die Leute, die den Kanal unterstützen. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, wie ihr mich unterstützen könnt. Kommt immer und sicher gut ans Ziel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr mich oder den Kanal unterstützen wollt, findet ihr alle Informationen dazu in der Beschreibung.